Hallo, ihr habt euch sicherlich schon einmal gefragt, wann man im Englischen eigentlich das Simple Past und wann das Past Progressive verwendet. In diesem Video werden wir die beiden Zeiten vergleichen. Am besten wir fangen damit ganz von vorne an. Das alles sind die Bausteine, die wir zur Bildung des Simple Past und des Past Progressive brauchen. Aber der Reihe nach. Zuerst das Simple Past. Das Simple Past wird bei den regelmäßigen Verben durch das Zusammensetzen eines Verbs im Infinitiv und der Endung -ed gebildet. Zum Beispiel: He complained about the delay. Oder: I presented him to my parents. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.